Hallo und herzlich willkommen von der Börsengalerie in Frankfurt und zu einem neuen Video auf Aktienlos TV. Heute haben wir Mittwoch, also quasi Halbzeit an den Märkten. Werfen wir doch mal einen Blick auf den DAX. Der steht aktuell bei 12.750 Punkten, hält sich also ganz gut und ist relativ stark, trotz einigen Störfeuer. Was haben wir denn da noch am Markt? Ja, was haben wir noch? Das Thema Brexit, das werden wir so schnell nicht los. Die Engländer beraten gerade noch, sind auch soweit einigermaßen mit dem Plan zufrieden von Boris Johnson. Aber die Zeit drückt. 31.10. Bis dahin muss man ratifiziert haben und in 3 Tagen die Gesetzesvorlagen durchzukriegen, das wird wahrscheinlich relativ schwierig werden. Das heißt, es läuft dann de facto doch auf eine Verschiebung raus. Thema Handelsstreit, gibt es da was Neues? Na, von Donald Trump ist momentan Ruhe. Da scheint man ein bisschen Waffenruhe eingeläutet zu haben. Gut, vielleicht auch wichtiger momentan das Thema Syrien und dass sich der amerikanische Präsident ja auch kümmert. Also von daher China, USA momentan friedlich. Aber da denke ich, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch ein bisschen mehr auch hören. Aber aktuell Ruhe in dem Bereich heißt, wir kümmern uns um den Brexit und um die Zahlen. Genau. Ja, die Berichtssaison nimmt aktuell ja so richtig Fahrt auf. Ich habe mir so einige interessante Werte mal herausgepickt, die wir uns näher anschauen wollen. Starten wir mit dem Dow Jones Schwergewicht McDonald's. Die Zahlen sind ja da gestern gar nicht so schlecht ausgefallen, aber die Aktie hat so ein bisschen Dämpfer bekommen. Über 5% ging es da gestern runter, ist aber auch vorher schon ganz gut gelaufen, muss man sagen. Ja, muss man sagen, man hat auf die Zahlen gewartet, man hat Gewinne jetzt mitgenommen und Steve Eastbrook, der Vorstandsvorsitzende, der CEO, setzt ja komplett jetzt auf Digitalisierung und Personalisierung. Heißt, er hat 2 Unternehmen zugekauft. Und wenn wir jetzt zu McDonald's gehen, dann sehen wir ja schon, am Eingang wird man ja schon mehr oder minder begrüßt, dass man all seine Daten schon mal eingibt und dementsprechend online bestellt, bevor es dann zur Kasse geht. Das heißt, Personalabbau wird also auch immer stärker in den Fokus rücken. Das heißt, alles mehr oder minder per Robotik. Die Frage natürlich, wollen das die Kunden? Werden das die Kunden dementsprechend auch eher annehmen, positiv oder nicht? Klar, für den Aktienkurs dürfte es gut sein. Personal ist immer teuer. Das heißt also, dementsprechend kann man natürlich auf der anderen Seite, dadurch, dass man Personal spart, ein bisschen mehr Geld auf der anderen Seite verdienen. Das Thema Personalisierung rückt natürlich ganz klar in den Vordergrund. Und vor allen Dingen auch in dem Bereich, dass man sagt, Tageszeiten und Jahreszeiten werden da mittlerweile eingereicht bei McDonald's. Das heißt, im Winter bekommt man andere Ansprachen als wie im Sommer. Da wird einem eher das Kaltgetränk empfohlen. Und man merkt sich natürlich auch bei den Online-Bestellungen, was ich bestelle. Ja, da schickt man jetzt zwischendurch mal die ein oder andere Nachricht, ob es denn jetzt nicht mal wieder Zeit für einen Cheeseburger wäre. Also von daher McDonald's ganz klar im Digitalisierungswahn. Also siehst du den kleinen Kursrücksetzer eher als Chance zum Nachkaufen? Also als 5% Chance, da halt ein bisschen billiger reinzukommen, weil die Burger de facto immer noch gegessen werden. Meine, schwierig fängt es dann an, wenn die Roboter die Pommes und die Burger selber belegen müssen. Aber müssen wir ein bisschen abwarten. Ja, als nächstes habe ich auch noch eine Schnellrestaurantkette mit dabei. Die haben gestern nachbörslich Zahlen veröffentlicht. Ja, in meinem Amerika-Urlaub habe ich sie auch sehr oft gesehen, habe sie auch mal probiert. Allerdings ist es nicht so mein Geschmack. Wir sprechen von Chipotle Mexican Grill. Ja, muss man sagen, die Zahlen waren gar nicht schlecht. Davon haben wir hier in Deutschland noch nicht allzu viele. In Frankfurt haben wir 1, hinten am Skyline Plaza. Ist Geschmackssache, ja. Das ist Tex-Mex-Essen und mag nicht unbedingt jeder. Aber ich muss sagen, die Aktie steht enorm hoch, ja. Wenn wir überlegen, aktuell 730 Euro für so ein Papier auszubezahlen, also wäre mir de facto einfach zu teuer, sage ich ganz ehrlich. Aber sie kommt immerhin von 349 Euro. Naja, und die hat sich, wenn man so mal im Jahresdurchschnitt auf die letzten 10 Jahre geht, jedes Jahr um 25% nach oben entwickelt. Also Dividenden respektive hier Renditechancen zu haben bei Chipotle, die sind durchaus drin. Ist vielleicht ein Wert, der hier in Deutschland noch nicht ganz so bekannt ist. Gut, wenn man das Tex-Mex-Essen mag, in Amerika scheint das größeren Anklang zu finden. Okay, kann man natürlich auch in die Aktie mal rein. Ja, als nächstes kommen wir zu einer Aktie aus dem Biotech-Sektor mit riesigem Gewinnsprung gestern, nämlich Biogen. Die war teilweise über 30% gestern im Plus, was ist da passiert? Ja, es geht halt eben bei den Biotechnologieunternehmen immer nur um eines, ja, das heißt neue Medikamente, Zulassungen und da vor allen Dingen natürlich bei der FDA in den Vereinigten Staaten. Und jetzt hat Biogen tatsächlich anscheinend ein neues Medikament, was so ein bisschen die Alzheimer-Krankheit ausbremst, dass die nicht ganz so stark, nicht ganz so massiv zuschlägt. Und wenn man 2020 jetzt, also im nächsten Jahr bei der FDA in den Vereinigten Staaten einen
Antrag stellen. Heißt also, man hat schon gewisse Hürden genommen, denn für so eine Antragstellung, da bedarf es einigem und das kam an der Börse dementsprechend gut an. Ja, dann werfen wir doch hier auch mal einen Blick auf den Chart, und zwar auf den 10-Jahres-Chart, den blenden wir hier mal ein. Ja, die Aktie ist generell in der letzten Zeit sehr volatil, aber wenn wir uns die mal langfristig anschauen, ja, die Aktie kommt ja von 2009 von ungefähr 25 Euro, ja, und jetzt an der Spitze war sie schon bei 400 Euro. Das ist ja Wahnsinn, was da für ein Potenzial hintersteckt. Ja, Biotechnologie ist immer viel, viel Fantasie und Spekulation mit dabei. Sollten die natürlich mal einen Blockbuster bringen, der sie wirklich top verkaufen lässt, dann klickert es natürlich bei denen in der Kasse. Und dementsprechend ist die Hoffnung und vor allen Dingen die Spekulation darauf, dass da was passiert, immer sehr, sehr groß. Und deswegen halt eben auch diese Aktien teilweise mit einem enormen Gewinnpotenzial. Also wie siehst du jetzt die Zukunft bei Bayer schon auch in hinsichtlich auf den Alzheimer-Markt? Ja, sollte das Thema 2020 bei der FDA durchgehen, dann ist das wirklich ein ganz großer Markt, gerade in den Vereinigten Staaten. Wir hören es ja immer wieder, Alzheimer, die Krankheit ist nun mal leider auf dem Vormarsch und jeder wird alles dafür tun, um halt eben die Auswirkungen so massiv zu bremsen, wie er kann. Also ein Produkt oder letztlich ein Medikament, was sicherlich gut im Markt ankommen sollte. Ja, dann kommen wir noch zu meinem Sorgenkind, eine Aktie, die ich auch im Depot habe. Gestern nachbörslich habe ich ganz gespannt auf das Zahlenwerk geschaut, nämlich iRobot. Ja, und da ging es zeitweise -20% nach unten, obwohl die Zahlen eigentlich okay waren, aber der Ausblick wurde hier gesenkt. Hm? Ja, der Ausblick wurde gesenkt, aber ich muss fairerweise dazu sagen, nur weil man den Ausblick etwas zurückgenommen hat, ja, also direkt eine Abstrafung von so viel Prozent hinzunehmen, ja, das tat schon weh, muss ich sagen. Vor allen Dingen iRobot ist ja einer der Werte, die tatsächlich in einem Zukunftsmarkt unterwegs sind, im Hoch bei 117 gelegen, aktuell bei 40, da sehen wir also schon die Abstrafung. Das heißt also, hier wird man tatsächlich etwas bieten müssen, nicht nur abverkaufen müssen, bieten müssen. Man ist ja in dem Bereich, ob das nun zu Hause der Staubsauger ist, ob es der Garten ist als Rasenmäher im iRobot-Bereich, relativ gut unterwegs. Jetzt gilt es natürlich hier tatsächlich Chancen und Möglichkeiten auszuloten. Also aktuell ist das Papier tatsächlich günstig. Ja, also ich war ja auch schon, ich muss sagen, bei 100% im Plus fast und jetzt bin ich mit der gesamten Position -10%. Da fragt man sich natürlich, was macht man jetzt? Aber wie siehst du die weitere Zukunft von generell von Robotik? Also ad 1, meine liebe Nicole, das weißt du auch, wenn ich 100% im Plus liege, ja, kann ich mal einen Teil meiner Position, nicht alles, 50% verkaufen, weil ich sage mal, von Gewinnmitnahmen ist noch keine arm geworden. Das zum Ersten. Zum Anderen ist natürlich der Bereich künstliche Intelligenz, Robotik ein Zukunftsmarkt. Also da bin ich ganz, ganz nah bei dir in der Beziehung. Und ich denke auch, dass sich die Aktie wieder erholt. Aber dass die natürlich so schnell wieder ein Niveau von 117 bekommt, wird man natürlich schon ein bisschen abwarten müssen. Also jetzt denke ich, muss man es auch ein bisschen aussitzen. Aber das ist so ein Papier, wo ich einfach sage, langfristig auf 10 Jahre sich liegen lassen. Ich denke auch, dass ich weiterhin dabei bleibe. Ja, gestern kam ja auch die Frage von einem unserer Zuschauern auch zum Thema iRobot. Also ich hoffe, dass wir das somit beantwortet haben. Ja, dann zum Thema Ausblick schauen wir noch, was diese Woche so alles an Zahlen erwartet wird. Heute nachbörslich kommen ja noch jede Menge Zahlen, auch aus dem Technologiebereich, unter anderem zum Beispiel von Microsoft. Dann haben wir eine Tesla mit dabei, PayPal, eBay und auch Align Technologies. Mhm. Die finde ich selbst persönlich sehr spannend. Das ist ja auch ein boomender Markt. Nutze ich gerade selbst. Und zwar geht es da um unsichtbare Schienen für Zahlenkorrekturen. Was auch sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Meine, hat sich der Markt ja sehr verändert. Ja, meine, es sind ja nicht mehr die festen Klammern, die ich ja noch als Kind hatte, vor 40 Jahren, mit den harten metallenen Brackets, wo der ganze Mund aufgerissen wurde. Nein, das kann man heute feiner, das kann man schöner lösen, so dass man es fast auch gar nicht sieht oder fast auch gar nicht hört. Also denke ich, gerade bei Zahngesundheit wird sich dieser Trend weiter fortsetzen und das vor allen Dingen nicht nur national, sondern auch international, weil Zähne sind letztlich Visitenkarten, meine Damen und Herren, und da wird man natürlich einiges für tun. Also gar kein uninteressantes Unternehmen. Ne? Ich freue mich natürlich auf der anderen Seite auf die Zahlen von Microsoft heute Abend. Tesla bin ich gespannt, muss ich sagen. Da geht es auch ein bisschen um die Absatzzahlen von Elon Musk. Das heißt also, wie viele Autos hat er tatsächlich jetzt abgestoßen? Hat er seinen Plan erreicht? Und Microsoft als eins der, naja, teuersten und der wichtigsten Unternehmen an der Börse. Da bin ich natürlich sehr gespannt drauf, was da passiert. Dann haben wir Donnerstag noch Southwest, Amazon, Visa, Intel, Gilead und Twitter. Und am Freitag zum Beispiel noch Verizon. Ja,
Bei welchen Titeln rechnest du jetzt mit positiven Überraschungen und welche könnten eher so ein bisschen enttäuschen? Also Amazon gehe ich ganz klar davon aus, dass die natürlich mal wieder Gas gegeben haben, obwohl für die natürlich wichtig ist, das letzte Quartal, Winter, Weihnachten, da werden ja die meisten Päckchen verkauft, aber Amazon ist im Durchschnitt immer relativ gut. Ja, aber Verizon wird man mal ein bisschen abwarten müssen. Zudem schaue ich auch noch auf die deutschen Werte, die wir morgen bekommen, nämlich VW und vor allen Dingen Daimler. Ja, man hat ja jetzt das Thema Abgas-Dieselskandal hinter sich gebracht. 1,2 Millionen Autos sind in den ersten 9 Monaten in Europa verkauft worden. Die meisten davon letztlich natürlich von Volkswagen. Aber auch Daimler-Absatzzahlen sind natürlich für uns interessant, weil Daimler natürlich eine der Aktien ist, wo wir sagen, als Dividendenzahler immer ein Top-Investment. Ja, Mick, dann danke ich dir für deine Einschätzungen und Ausblicke. Ja, liebe Zuschauer, jede Menge Ergebnisse, die wir diese Woche noch erwarten. Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Und zum Wochenende hin wird sich sicherlich unser Jürgen noch einmal mit Updates melden. Ja, das war's hier vom Börsenparkett am Mittwochnachmittag. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche, noch kein Wochenende, und sage danke fürs Zuschauen. Bis bald, Ihre Nicole Straub.